Einen wunderschönen, liebe Community, und willkommen zurück. Ich habe mir ein paar Tage Auszeit gegönnt, anderes Thema. Wir sind heute am E30 wieder dran und es muss ja weitergehen, ne? Also bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja, was muss gemacht werden? Heute steht an Servolenkung bzw. Lenkung selber, die habe ich tatsächlich schon gemacht, zeige ich euch gleich. Also habe ich schon ein bisschen was gemacht ohne Kamera. Und jetzt Servolenkung, wie gesagt, komplett verbauen. Da fehlt der Behälter, da fehlt der Anschluss zum Lenkgetriebe, zur Pumpe und so weiter. Das ist alles aktuell ohne gewesen. Ich würde sagen, damit fangen wir erstmal an. Und falls wir noch was anderes finden, dann werden wir noch was anderes machen in dem Video. Aber gucken wir mal, was wir heute alles so schaffen. Ich denke, das eine oder andere wird heute fertig. Das erste aus der Tagesordnung wäre die Servo, hatte ich ja gesagt gehabt. Da müssen wir mal gucken, ob das Ganze hier noch mit dem Originalen passt. Ich würde gerne den Originalen verbauen. Oh, das könnte sogar passen. Ja. Das passt. Wie geht das da unten auch dran? Das ist jetzt die Frage. Da muss ich auch gleich hoch machen, um zu gucken, ob das passt. Der wird nämlich hier festgeschraubt. Und dann haben wir hier unseren Servobehälter. Was eigentlich ziemlich cooler Position ist, finde ich. Nämlich auch hier so eine Einbuchtung dafür, wie er zu sitzen hat. Habe ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte mir hier Maske klauen. Aber das wäre in dem Fall ja auch egal gewesen. Man kann das ja da drüber schrauben noch. So, wenn jetzt einer sagt, ich soll den Behälter austauschen gegen einen neuen. Ja, würde ich tun. Würde ich auch vielleicht machen dann. Mir geht es aber nur um den Halter. Also den Behälter selber können wir hinterher ignorieren. Ich muss jetzt nur gucken, ob die Leitungen passen. Wenn nicht, muss ich sowieso einen anderen Behälter nehmen, der vom E36. Und dann müssen wir mal gucken. Gegebenenfalls auch nur die Schläuche. Das hier wäre der E36-Behälter. An sich sind es die identischen Behälter. Nur wenn die Position nicht stimmt, wo der hinter festgeschraubt ist, bringen mir die Schläuche halt auch leider nichts. Der Vorteil ist aber, bei dem E30, ihr seht, hier sind solche Ohrschellen, Einohrschellen. Die sind beim E30 nicht so. Das heißt, ich könnte den Schlauch einfach durch den anderen verlängern. Keine Ahnung, ob das funktioniert mit der Pumpe. Nicht, dass die zu viel Druck hat und dann halt die Leitungen sprengt. Das könnte auch sein. Da informiere ich mich gleich mal drüber. Gucken, ob das der Fall ist. Wir legen das hier mal hier unten hin. Ja, mach noch mehr Sauerei. Ich habe da schon den ganzen Tisch versaut. Anderes Thema. Ich würde sagen, Auto hoch und gucken mal von unten, ob das passt. Sind von vorne, ne? Ja. Das ist der, hier hinkommen würde. Oha, das passt alles nicht. Ja, wobei, doch. Aber er muss hinter dem Motorhalter lang. Ah, okay, das könnte sogar gehen. Es gibt leider ein paar Probleme, die ich nicht bedacht habe. Und zwar ist das die Position, wo der Behälter ist. Hatte ich gerade eben schon mal halbwegs gesagt. Das Ding ist, dass die Schläuche jetzt so alle nicht reichen. Also kein Schlauch reicht. Das ist sehr scheiße. Zugleich auch richtig schlecht. Also, Entschuldigung, dass die Heizung ist wieder an. Ich habe die gerade wieder angemacht. So, ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt, rumgegoogelt. Es gibt wohl ein Problem, was das angeht. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache mir die Servoleitung selber. Also ich baue die selber. Oder lass sie bauen, eher gesagt. Da steht das Problem, wie lang müssen sie sein, welche Anschlüsse und so weiter. Das ist nicht einfach so ratbar, würde ich sagen. Zumal mir auch nicht so ganz wohl dabei ist, den alten Behälter zu benutzen. Aufgrund von der Tatsache, dass die Verschraubungen alle geschraubt sind. Also die sind nicht gepresst wie beim E36. Ich gehe auch davon aus, dass die Pumpe beim E36 ein bisschen mehr Leistung hat als die vom E30. Das ist jetzt nur ein Gedankengang von mir, also das muss nicht unbedingt richtig sein, aber ich gehe davon aus leider. Was jetzt nicht so schlimm ist, wenn man mal so zurück überlegt, eigentlich ist ein Servosystem ja ein eigenständiges System. Also sprich, ihr habt das Lenkgetriebe, ihr habt einen Ausgleichsbehälter und ihr habt eine Servopumpe. Fertig, da ist kein Kabel eigentlich dran, außer bei den neueren logischerweise mit Servotronik und sowas, aber das ist ja uninteressant. Ich meine jetzt nur bei dem Auto speziell jetzt.
Servopumpe, Ausgleichsbehälter, Lenkgetriebe. Das war's. Mehr ist das nicht. So, jetzt müssen wir halt gucken, dass wir das Ganze verbinden können. Rein theoretisch, mal in meinem Kopf gerade eben durchgegangen, kann ich ja alles vom E36 verbauen. Der einzige Punkt dann, der Behälter wäre an einer anderen Stelle. Oder gegebenenfalls halt muss ich mir irgendwie einen Halter bauen oder sowas. Was jetzt auch nicht das Problem darstellt, finde ich. Es muss nur irgendwie möglich sein, sagen wir mal so. Ich bin jetzt locker, boah, ich glaube, 2 Stunden, 3 Stunden da dran. Ich habe jetzt rumprobiert und habe aus einer E36-Leitung und den restlichen M10-Leitungen, also vom E30-Leitung, habe ich es dann geschafft, das zusammenzubauen. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, beziehungsweise damit das perfekt an der Originalposition sogar fest ist, nicht irgendwo unten, weil das würde ich so hinkriegen, heute, jetzt sofort, ne? Ist dieser Schlauch. Das ist ein ganz normaler Schlauch, das ist halt total witzig. Ich habe das so gar nicht, noch nie gesehen. Das Teil wird hier einfach draufgeschoben und das ist original, das ist vom M10, das kleine Stück zum Behälter. Das ist ja, weil die Pumpe so weit oben hängt, ist das eigentlich voll das kurze Stück Schlauch. Ich werde mir jetzt morgen, wir haben hier bei mir in Viersen, haben wir so einen Hydraulik-Bremsschlauch, whatever, Spezialist. Der hat damals sogar für Tim sein Combo, ihr wisst ja, das ist ja theoretisch, ist das ein Corsa B, hat er auch eine Leitung gemacht. Wenn man die Originalleitung hat, könnt ihr die natürlich auch absolut komplett nachbauen. Das ist gar kein Problem. Die haben uns das sogar so gebaut, dass wir das selber hier schneiden konnten und mit so einer Art Schneidüberwurf Ding, keine Ahnung, dass uns so schneiden und biegen konnten, dass wir das hier machen konnten. Und das war null teuer. Ich glaube, das war die Leitung gab es nicht mehr. Also die hat man nicht mehr bekommen. Da habe ich sogar mit Jens noch drüber gesprochen, weil Servo bei denen damals so ein bisschen eher seltener war. Und ja, Leitung weggegammelt, gibt es nicht mehr, ne, weil Stahl war. Jetzt ist Alu mit demselben Druckwert, glaube ich, sogar höher, meint er. Ja. Und jetzt kann das auch nicht mehr wegrosten erstmal. Ja, und ich werde da morgen einfach hinfahren und werde mir mal gucken, ob ich das Stück Schlauch einfach doppelt so lang bekomme. Dass er mir das einfach so ein Stück länger schneidet. Dann kann ich das nämlich oben festmachen. Wenn es zu lang ist, schneide ich mir einfach ein Stückchen ab. Aber dann wäre es original, Leute. Dann wäre es original fest, da wo der Originalbehälter hinkommt. Ich kann euch das gleich mal von oben zeigen. Von unten seht ihr sowieso nichts. Ne? Aber dann wären wir damit erstmal fertig für heute. Das ist ziemlich geil, da können wir nämlich weitermachen. So, bevor ich gleich euch die Servoleitung oben zeige, möchte ich euch noch eine Sache sagen, beziehungsweise zeigen. Ihr könnt euch daran erinnern, dass wir hier die Benzinleitung gelegt haben. Ja, könnt ihr euch daran erinnern, das habe ich hier mit diesen speziellen Kabelbinder-Schellen gemacht. Das sind extra Kabelbinder für genau sowas eigentlich. Aber ihr wisst ja, wie der TÜV ist. Vielleicht möchte das nicht. So auch mein Pluskabel, was hier lang läuft. Das könnte nämlich auch sein, dass der TÜV das nicht mag. Ich habe es ja erstmal provisorisch gemacht, hatte ich ja gesagt gehabt. Deswegen habe ich was besorgt, was wir jetzt versuchen werden, ob das Ganze funktioniert. Ich weiß es halt nicht, ob es geht. Ja, ihr seht, es geht hier halt lang. Auch das kann ich ein bisschen auf Spannung hier, aber das war ist oben locker. Also das ist nicht das Problem gewesen. Ja, da werden wir was testen jetzt und dann gucken wir mal. Ja, wir werden das Ganze jetzt hier, also das Pluskabel schneide ich vorne einfach ab. Ungefähr auf der Höhe hier. Weil dann kann ich das hier innen auf der Höhe auch zusammenlöten. Vielleicht machen wir das auch einfach hier, sodass das ein bisschen länger ist. Ja, werden wir das versuchen, oben durch den Sicherungskasten nach innen zu führen. Und für die Leitung hatte ich eine Idee gehabt, beziehungsweise hat der Tim mir gesagt. Und das schauen wir uns jetzt an. Und zwar habe ich im Livestream, sprechen wir immer über solche Sachen. Also die mal mit diskutieren wollen, könnt ihr gerne mal mitdiskutieren. Jeden Sonntag übrigens, 10.30 Uhr. Ja, was haben wir da diskutiert? Und zwar gibt es so eine sogenannte Polymitleitung. Das ist quasi, ja, wie soll ich das sagen, Kunststoffleitung, die Sprit, also Benzin, Hydrauliköl und so weiter halt alles, oder und halt doch Druckluft, dafür wird die auch verwendet, nur in, glaube ich, in kleineren Format. Da gibt es auch so Schnellverbinder für, also so Druckluft-Schnellverbinder, ich habe die, glaube ich, sogar, aber in anderen Maße. Ist ja auch nicht schlimm, auf jeden Fall, die sind uninteressant für uns. Warum diese Leitung? Diese Leitung ist tatsächlich aus dem 8 mm weg.
Das ist dieselbe Maße wie die Original-Benzinleitung. Und wenn das die Originalmaße von der Benzinleitung hat, das heißt, ich kann die in die normale Halterung mit reinmachen. Wir müssen sie nicht komplett verwenden, aber wir werden sie da verwenden, wo normalerweise die Hartleitung entlang geht. Jetzt fragt ihr euch, hey, das ist hier vorne ja ziemlich spröde bzw. weich, da kannst du ja nichts draufschrauben und so weiter. Da sind solche Sachen bei hier. In der Theorie brauchen wir die ganzen Sachen, die hierbei sind, nicht. Außer eine Sache. Und genau das, was ihr gerade meintet, beziehungsweise gedacht habt, schätze ich einfach mal, ist hier auch drin. Ne? Und zwar sind das so Verstärkungshülsen. Und davon werden wir zwei Stück brauchen. Ich habe das Set nur bestellt, weil die dabei waren. Ich habe die nicht einzeln gefunden. Kann natürlich auch jemanden einen Link schicken, der weiß, wo man die einzeln bekommt. Weil dafür werde ich die meistens sehr wahrscheinlich dann irgendwo verwenden. Und man kann die sind halt passgenau. Die kann man hier reinstopfen. So, fährst du rein und dann ist diese Leitung stabil. Was halt ultra krass ist. Ne? Und dadurch, dass ihr die ja dann zusammendrückt und krimmt, kann das auch nicht raus. Ne? Jetzt habe ich das da reingemacht und kriege das bestimmt nicht mehr raus. Ja, toll. Egal, wir müssen es ja eh verwenden. ja, mega coole Sache. Also ich finde, das ist die beste Lösung. Und ich würde jetzt immer sagen, ich gucke mal im Auto, ob die passt. Und wenn die da reinpasst, wo ich mir das vorstelle, dann zeige ich euch das eben. Dann lege ich die. Das wird, denke ich mal, ein bisschen besser TÜV-konform, also schöner. So, ich habe das Ganze mal eben tatsächlich, also so doof das klingt, habe ich das mal hier, ja, was sehen kann, da ja, könnt ihr erkennen, ist mal eingeklipst, da auch, und guckt euch das mal an, wie geil das aussieht. Wirklich, also, das Ding ist, da fehlen jetzt die Klammern, ne? Also man kann die jetzt so abziehen, aber da fehlen die Klammern, die das Ganze jetzt hier in Position halten. Ich habe das jetzt auch mal ein bisschen so hoch gemacht, ne? Also theoretisch sieht das so aus und das ist perfekt. Es hält, also die klippt da richtig ein, ne? Also hier, so. Warte, zeige ich euch. Da, Fokus, so und zack. Unglaublich, also wirklich mega geil. Ich habe das jetzt mal eben hier gemacht. Also gut, ich meine, die geht jetzt wieder raus, weil halt auch kein Clip dran ist, aber das ist ja mal richtig cool. Wie zu erwarten, ich zeige euch mal hier oben, da ist die Stelle. Wie zu erwarten sieht das Ganze richtig nice aus. Wenn die hier gucken, hier ebenfalls, dann hier auch drinnen. Da. Das Ganze geht hier rum. Deck haben wir jetzt nur dafür da, dass das halt nicht so runterknickt wegen der Kurve. Ich denke mal, dass ich das in der Zeit legen wird, dass ich ihn auch abmachen kann. Nur, dass er halt nicht runterknickt. Ja, hier ist fest. Hier geht das weiter, ne, nach hier. Und hier ebenfalls mit dieser Hülse, wie ich gesagt habe. Vorne drauf gesteckt, Schlauch drauf, Stelle drauf. Fertig. Das sieht so nice aus. Das freut mich so übel. Der Schlauch ist vielleicht ein Ticken zu groß. Da muss ich mal gucken, ob ich den noch ein Stück abschneide. Dass er halt, wenn ihr das erkennen könnt hier, dass er halt besser nicht diese komische Welle macht. Das sollte aber kein Problem sein. Ja, ja. Müssen wir noch einen Halter bauen hierfür, by the way, das habe ich ganz vergessen. Aber hält hier auch erstmal. Ja, und jetzt müssen wir unser Stromkabel hier verschwinden lassen, ne? Nach oben. So, Auto ist unten. Jetzt zeige ich euch mal die Leitung. Also hier ist der Behälter, da ist die original befestigt, der ist nur lose beabsichtigt, ne? Dann haben wir hier die Leitung, die hier unten hingeht. Ja, die seht ihr da auch. Die kippe ich jetzt aber nochmal was nach hinten. Also die ist jetzt nicht final in der Position, damit der Schlauch auch einfach ein bisschen besser sitzt, weil ihr seht, der ist theoretisch jetzt zu lang. Aber wenn ich den rüber kippe, dann kriegt der so und kommt dann hoch, dann passt das. Das ist ja auch theoretisch die originale Position. Dann haben wir hier, das ist natürlich ein bisschen kritisch, ihr seht, dass es ziemlich nah hier an der ist. Das muss ich auf jeden Fall nochmal machen, dass der losgeht, dann kippe ich den noch ein bisschen runter und dann sollte das passen. Das ist die einzige Hochdruckleitung, die wichtig ist, dass sie wirklich auch die gepressten Leitungen hat, weil das halt wie gesagt die Hochdruckleitung ist von der Pumpe zum Lenkgetriebe hin. Alles andere sind halt nur diese Schellen und die jetzt fehlt, ist halt die vom zweiten Behälter hier oben, die nach unten geht zum Lenkgetriebe, quasi der Rücklauf. Der fehlt jetzt, den werde ich jetzt mitnehmen und dann werde ich ja mal morgen früh hinfahren. Dann gucken wir mal, ob ich da die Leitung bekomme. Da habe ich jetzt locker mindestens 3-4 Stunden dran gehangen, bis ich die richtigen Schläuche gefunden habe, die alles gepasst haben.
Und rein theoretisch haben wir das ja auch fertig, nur dass das Kabel jetzt halt noch dahin muss. Aber das muss ich sowieso sehr wahrscheinlich, wenn der Wagen von der Bühne ist, runter machen, weil ich ja sonst die Tür nicht ganz aufkriege und dann hinten nicht arbeiten kann. Aber wir müssen sehr wahrscheinlich die ganze Verkleidung jetzt zerlegen, um das Kabel nach vorne zu bekommen. Nächster Tag, ich bin zurück. Hier ist unsere alte Leitung, die zu kurz ist. Das ist unsere neue Leitung. Ja, ich weiß, ich sehe es auch. Das ist hier so eine Stahlflex VA-Leitung. Ja, die hat nichts anderes leider. War auch ein bisschen teurer, aber wie gesagt, die hat nichts anderes. Und da ich es gern fertig haben möchte, ich meine, war auch nicht so teuer. Ich glaube, ich habe 5 Euro bezahlt oder so für das Stück. Das ist jetzt auch nicht die Welt, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das war die einzige Leitung, die da hatten. Und ich denke mal, dass die jetzt lang genug ist. Ich hoffe es einfach. Ich glaube aber ja. Die kam hier unten ja hin, ne? Ja, das reicht auf jeden Fall. Das reicht. Das reicht. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, wie gesagt, VA, ne, das ist halt nur von außen so, aber innen ist die auch zerdrückbar. Also sprich, wir kriegen eine Schelle drauf. Das ist halt nur von außen, das ist also relativ uninteressant für uns. Ja, wie gesagt, das ist die einzige Größe, die hatten. Ich würde sagen, die machen wir jetzt direkt drauf. So, dann gucken wir mal, ob wir den da reingesneakt kriegen. Ich würde sagen so, ne? Das ist ja unser Lenkgetriebe. Also von der Länge her würde ich sagen, passt das ohne Probleme. Weil unser Behälter ist ja hier. Den seht ihr auch, ne? Jetzt muss das nur noch hier reinpassen. Oh, das sieht gut aus. Ah, warte mal, hier war auch eine Stelle drauf, ne? Hupsi. Hätte ich fast die Schelle vergessen. Den hätte ich nicht außerhalb machen können, weil der andere ist schon dran. Aber wobei, der steckt nur drauf, ne? Ah, den müssen wir eh kürzen. Der ist eh zu lang hier. Ja, machen wir den mal raus. Einmal abgebaut. Schon drauf. Das war jetzt eigentlich ein bisschen zu einfach, oder? Das hätte ich nicht sagen sollen. So, irgendwas festschrauben hier. Beim E36 sind da Einohrschellen gepresst. Hier waren original normale Schraubschellen. Voll lustig. Obwohl das derselbe Behälter ist, ne? Ja. Achso, ich habe vergessen zu sagen, ich wollte den ja eigentlich kürzen hier, aber eigentlich will ich den nicht kürzen, ich will den so lang lassen wie möglich, weil dann ist der halt da, aber ich kann den unten noch drehen. Das machen wir gleich. Ich mache den hier jetzt gleich mal fest. Kann ich jetzt eigentlich machen, ne? Na komm, wie einfach der drauf geht. Genau, machen wir die beiden fest. Dann löse ich den unten und gucke, ob ich den irgendwie schön legen kann. Wenn es nicht reicht, dann können wir ihn immer noch kürzen. Das sind übrigens beides Rücklauf, beziehungsweise, das ist eine Hinlaufleitung, glaube ich. Aber es ist keine das sind keine Hochdruckleitungen. Das sind alles mit ja, geringerem Druck. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, kann ich euch nicht sagen. Aber die Leitung, die von der Pumpe kommt mit Druck, das ist eine gepresste Leitung. Das ist keine mit Schlauchschellen. So. Guck mal an. Als wenn das hier hingehört. Ha, es gehört ja sogar hier hin. So. Schräubchen rein. Wir dürfen auch nicht vergessen, ganz unten den nochmal zu drehen, diesen Metall, also den Hochdruckleitungsschlauch. Wir dürfen auch gleich nicht vergessen, den noch zu drehen hier, den Hochdruckschlauch. Weil sonst bist du selber, ne? Kommt hier gegen. Aber das ist nicht schlimm, ich habe die, das habe ich vorher schon gemacht, das geht auch, wenn man den löst und ein bisschen runterdreht, aber ich hatte die alle lose gelassen. Ich glaube, die kann man sogar bewegen, ja, guck, die kann man sogar bewegen. Dann kann man den so festschrauben, dass er nicht gegenkommt. Aber anders geht es nicht. Oder ich biege die ein bisschen, das geht natürlich auch, wenn ich festschraube und ein bisschen biege. Weil ein bisschen biegen kann man die. Und man sollte es nur ganz vorsichtig machen, weil wenn das so viel ist, dann ist es nämlich kaputt. So, 2 Minuten am Auto gearbeitet, schon wieder dreckig für die ganzen Tage. Nice. Wer jetzt meckert, den könnt ihr Handschuhe anziehen. Ich zieh hier nur wieder Handschuhe an, ja. Aber ich bin halt einfach kein Mensch, der mit Handschuhen gerne arbeitet. So ist doch absolut perfekt. Da ist das da weg. Das macht eine schöne Rundung. Der Knick ist nicht so groß, hoffe ich. Wenn nicht, explodiert unsere Servo.
halt. Müssen wir halt mit leben, ne? Ich habe mal die Benzinpumpe verkabelt. Wir haben jetzt eine provisorisch permanente Verbindung. Ich habe das Kabel am Tank rausgezogen, hier entlang gelegt. Durch das Beifahrerfenster. Warum? Erstens, ich möchte die Servolenkung testen, ob die halt dicht ist. Das heißt, ich muss das Auto auf jeden Fall einschalten, also dass er läuft. Zweitens möchte ich gucken, ob die Leitung von Benzin und trocken ist. Also dicht ist. Weil dann würde ich das Auto tatsächlich von der Bühne nehmen. Und wir können dran arbeiten, mehr oder weniger. Also wir können Türen aufmachen und die Kabel legen und sowas. Jetzt würde ich sagen, fülle ich erstmal ein bisschen Servo ein. Mit dem Seilzug hier bin ich noch nicht so ganz zufrieden, wo der lang läuft. Muss ich mal gucken. Ich glaube, da gibt es aber einen Halter für den Dom hier. Da muss ich mal gucken, weil der hatte den ja nicht hier. So, bevor ich wundert, hier ist tatsächlich ATF-Öl drin. Das haben wir nur umgefüllt. Gucken wir mal. Aber wir haben ein sehr milchiges Gemisch hier. Das kann aber davon kommen, dass sie jetzt die ganze Zeit ohne lief. Doch, wir haben ein Spritleck. Wir haben tatsächlich ein Benzinleck. Ist alles aus? Ja, ist alles aus. Wir haben echt ein Benzinleck. Die Frage ist, wo? Das muss ja dann schon hier sein. Ja, ist auch hier. Ja, ist die Schelle hier. Boah, stinkt das. Das ist die Schelle an der Benzinzuleitung hier oben. Die ist undicht. So, ich würde jetzt hier noch ein bisschen. Wobei, da ist eigentlich ein Schlückchen noch. So. Und dann muss sie erstmal ein bisschen laufen. Ich hoffe, dass die Pumpe überlebt hat. Im schlimmsten Fall müssen wir eine neue Pumpe holen. Vielleicht hab ich aber auch noch eine von den Pumpen. Ich habe ja ein ganzes Sammelsurium an Teile. So, jetzt muss ich mal gucken, warum das Ganze hier undicht ist. Ist das zu locker? Muss ich den nochmal anmachen. Aber der ging gut an, oder? Also wie Sprit da war, logischerweise. So, warte, dann machen wir nochmal an. Und dann gucken wir nochmal, warum da Sprit rausläuft. Oder wo genau. Genau an der Stelle läuft es raus. Das ist aber komischerweise dieselbe Stelle, wie ich auf der anderen Seite gemacht habe. Die andere Seite ist dicht, das heißt, ich habe sehr wahrscheinlich die Stelle einfach nicht fest genug gemacht oder den Schlauch nicht weit genug drauf gesteckt. Da ist die Stelle, die ich hier unten gemacht habe. Seht ihr, ist quasi genauso. Deswegen seht ihr diese Hülseneinsätze da. Aber ich habe den Schlauch wesentlich weiter drauf geschoben als hier vorne. Und hier seht ihr, da ist ein bisschen nass. Und das ist da die Stelle. Die ist sehr wahrscheinlich nicht weit genug drauf. Oder nicht weiter genug zugeschraubt, aber das zweite, wir haben vielleicht ein bisschen von beidem. Ja, aber das werden wir jetzt fixen. So, Runde 2. Ich habe die Fettenschelle jetzt einfach ein bisschen fester gezogen. Die war schon echt nicht fest. Also die war jetzt nicht so fest wie die hintere. Zündung. Kann ich leider von hier oben anfassen.
funkelt was. Ist das, weil wir das angefasst haben oder was ist das? Ah, die Dichtung, okay. Wir haben eine neue Kümmerdichtung eingebaut, habe ich ja gesagt gehabt. Und ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt, aber hier steigt ein bisschen Dampf auf. Das ist aber vollkommen okay. Aber ihr hört wesentlich besser, oder? Nicht ganz 100%, aber kann auch der bessere Sprit sein. Ich habe jetzt nämlich getankt, super, vorher war E10 drin. Habe ich eigentlich reingekippt, um den durchzuspülen, aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. So, was sagt die Servo? Ich hab gar keinen Bock. Muss man mal laufen lassen, vielleicht bessert sich das. Und das, was jetzt dort drin ist, rauslassen vor allem. Aber gut, das scheint ja eigentlich ganz geil zu sein hier. Läuft hier ganz gut. Astrein! Ja, ich will nicht, dass er zu lang läuft, dass er zu heiß wird, weil ich weiß nicht genau, was er jetzt verbrennt, aber ich gehe mal davon aus, dass das halt der Auspuff ist, den wir lackiert haben. So, ich habe das alte Öl aus der Servo rausgelassen, habe sie abgesaugt. Das machen wir jetzt nochmal. Ich lasse ihn nur kurz mal laufen, dass er wirklich alles durchspült. So, und ja, dann lassen wir das raus. Ich habe das hier mit einer Spritze rausgezogen. Dass wir auch wirklich den ganzen alten Kram, das ist jetzt überwiegend neu, aber ein bisschen alt ist da noch drin. Deswegen, ich meine, das Lenkgetriebe und der Motor waren zwar eins, aber das stand ja auch schon Ewigkeiten bei Tim rum. Und ja, keine Ahnung. Lieber machen wir das ein, zwei Mal mehr. Ich meine, ATF ist jetzt wirklich nicht die Welt. Das kostet, glaube ich, ein paar Euro der Liter. Ne? Also, kriege ich auch nicht raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch was hier in dem Behälter habe. Das gute ATF-Öl. Ja, das ist für alle, die es wissen wollen, das ist Dexon 4. So, machen wir jetzt mal nicht ganz so voll. So. Dann lassen wir jetzt nochmal laufen. Und dann machen wir, hoffentlich hält das da oben. Und dann machen wir das nochmal. Aber die Geräusche sind schon mal weg. Schon mal sehr gut. Öl hilft so extrem bei sowas. Das Coole ist halt, ich sehe das, den Rücklauf aus der Leitung, sehe ich hier oben ankommen. Das ist total witzig. Also, wieder nicht. Hallo, bleibst du hier? Wie er durch den Behälter geht und als Überlauf halt in dem Fall gilt. Voll geil. Aber das sieht schon sehr, sehr durchsichtig rot aus. Also bedeutet eigentlich, dass es schon ziemlich das Gute, also ziemlich gut an so, wo es sein soll, ist. Jetzt lenken wir noch mal ein bisschen. Also ihr hört keine Geräusche mehr, außer jetzt am Ende logischerweise. Ich bewege das jetzt beabsichtigt mal nur so an der Stelle, dass er auch mal ein bisschen, als wenn man normal fahren würde. Oh, upsala. Muss auf jeden Fall gleich das sauber machen. Also das sieht schon sehr gut aus. Sehr geil, haben wir den Punkt Servo auch damit abgeschlossen. Ihr seht, das ist zwar noch ein bisschen dunkel jetzt, aber ich werde das einfach in den nächsten paar Wochen nochmal machen. Wie gesagt, da geht nicht viel rein. So kriegt ihr auch immer so 200, 300 Milliliter maximal da raus. Also von daher. Immer schön sauber machen, weil wenn ihr ein Leck habt, seht ihr nicht, wo es herkommt. So, jetzt ist wichtig, dass wir das Ding nicht überfüllen.
wir haben hier an dem Deckel so Marker, womit ihr das befüllt und dann guckt ihr, wie voll das ist. Ich meine, es ist ungefähr der halbe Behälter. So, meine ich zumindest. Das ist am ersten Strich, also an der ersten Kante. Ich habe ihn aber nicht reingeschraubt. Also wenn er reingeschraubt ist, wird er bestimmt noch ein bisschen höher gehen. Wir schrauben ihn mal rein. Zack. Und wieder auf. Und dann ist er so ziemlich in der Mitte. Perfekt. Ich würde ihn erstmal da lassen. Weil wir werden sowieso dann mal, denke ich mal, in den nächsten Wochen rauslassen. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Und ATF findet ihr natürlich in der Beschreibung. Oder ihr geht einfach zu meinem Partner. Kaffee holen. Öl drauf. Das geht ja gar nicht. Krass, was für eine Transformation der Motor hinter sich hat, ne? Wenn ihr mal überlegt, dass der Motor vorher in dem Kompakt war und wie der aussah, wie der das erste Mal lief und wie er jetzt läuft und wie er jetzt aussieht. Vor allem, in welchem Auto er jetzt läuft. So, jetzt muss ich mal herausfinden, wo die Originalkabel hier lang gehen. Es scheint, dass die doch unten lang gehen und dann irgendwo wieder ins Auto rein. Ich guck mal, ob ich das finde. Gegebenenfalls müssen wir uns irgendwas bauen. Was jetzt, keine Ahnung, irgendeine Idee oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau. Beim E36 geht das ja durch den Deckel. Das wäre vielleicht eine Option, dass wir mit dem Kabel durch den Deckel gehen. Bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das machen möchte. Hier seht ihr meine Pumpe. Ja, und das sind die beiden Stecker, Masse, Fluss, logischerweise. Ne? Ich habe jetzt hier hinten so ein Loch gefunden mit so einer Tülle. Da ist jetzt noch ein bisschen Platz, logischerweise. Ne? Die kann man benutzen. Muss natürlich aber erstmal das Kabel hinkriegen. Jetzt habe ich mir hier so ein Draht genommen und habe einfach mal da durchgesteckt, hier unten durch den Tank. Habe das ein bisschen mit dem Meißel angehoben, sodass das sich ein bisschen anhebt, damit da mehr Luft ist, damit er nicht festhängt. Aber es ist tatsächlich sehr einfach zu schieben, also das ist nicht fest oder so. Ja, es hängt jetzt hier fest, aber ich kann hier auch aufziehen, also das ist gar kein Problem, das ist nicht fest oder so. Ich denke, das wird unser Plan sein. Hier rüber, hier durch und dann hier unten entlang und dann perfekt. Astrein. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so einfach geht. Oder wir gehen direkt drüber. Das wäre natürlich noch besser. Und vor allen Dingen mit dem Kabel durchführen. Ach, guck mal. Traum. Traum. Ach, easy. Ist doch geil, wenn mal was funktioniert, ey. Awesome. Ich habe noch einen anderen Plan. Ich habe das Masseband unten noch mal gelöst. Das ist das Massekabel. Wir werden dasselbe mit dem machen. So. Nur, dass wir das jetzt hier ans Kabel machen. Gucken wir mal, ob wir Glück haben. Hm. Jawohl, geil, beide Kabel sind da durch, das ist ja mal nice. So, perfekt, so ist das nice, jetzt können wir den hier wieder rausziehen. Er hat das nur ein bisschen angehoben und dadurch wurde das einfacher, aber hier seht ihr, das kann man bewegen. Ach, ist das geil. So, ich würde sagen, sieht doch fast aus wie OEM, oder? Hier. Das ist schon sehr nice. Ich habe das neu gewickelt hier. Bis hier halt, ne? Und ich wollte es jetzt weiterwickeln, aber ich werde gucken, was wir mit der Masse machen. Ob wir die halt, sonst muss ich die Ringöse hier abmachen. Logischerweise, ne? Und das will ich halt vermeiden. Vielleicht finden wir irgendwo, wo wir das hier dran machen können. Masse ist halt überall an der Karosserie, also im Auto. Wir können es halt überall dran machen, wo wir rankommen. Ich weiß halt nicht, was ist hier. Oder wo was hingehört. Ob wir irgendwo hier noch Schraubenlöcher haben. Oh, ich sehe was. Da ist doch was. Da haben wir eine Mutter.
Und ich gehe davon aus, dass sie vom Sitz ist, weil sie sie nicht festgemacht haben. Was ich hier sehe. Guck mal da. Guck mal da. Ich glaube, das gehört dahin. Ha! Aber da können wir rangehen. So, perfekt. Dann brauchen wir den nämlich gar nicht nach da wickeln. Legen wir den ganz schön mit in den Kabelbaum hier mit rein. Hier entlang und dann da dran. Oh, ist das geil. Ist das geil. Aber wir dürfen uns nicht zu früh freuen, Leute. Denn wir müssen ja auch noch das Kabel in den Innenraum bekommen. Und das wird der schwierigere Teil. Weil das so eine Tülle ist, wo das durch muss. Batterie ist ab, das heißt, ich kann im Sicherungskasten mit einem Stück Draht rumspielen, ohne dass ich sterbe. Und dann versuchen wir unser Glück. Die haben, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, nicht nur beim E30, wenn solche Einführungen in die Spritzwand zum Beispiel gemacht werden, dann werden diese Tüllen, die ihr hier seht, werden verklebt in den Kabelbaum. Das macht mir schwerer, das Kabel da durchzubekommen, logischerweise. Und ich möchte jetzt nicht hier an der Seite irgendwie das Ding kaputt machen. Aber wir haben hier oben noch eine kleine Öffnung, wo 5 Kabel reingehen. Und gegebenenfalls können wir diese nutzen, um unser Kabel daneben auch noch reinzuführen. Ich guck mal von innen, was für Optionen wir haben. Weil ich glaube, das hier ist keine Option. Weil das sieht mir aus wie Hohlraum, nämlich hier hinter Wasserkasten. Scheiße. Stündchen noch 2 später. Ich habe alles fertig gemacht. Mehr oder weniger. Ich zeig's euch. Guckt euch jetzt mal an. Das Kabel habt ihr ja gesehen von da. Das habe ich jetzt komplett gewickelt. Das geht jetzt da hinten lang. Also so wie es original gehen würde, glaube ich. Zumindest bei E36 liegt das auch ungefähr so. Das ist jetzt noch nicht fest. Da müssen wir mal gucken, wie ich das festkriege. Aber im Normalfall liegt das hier so rum, genau wie das andere da hinten. Masse da unten fest, ne, habe ich ja gesagt. Auch hier komplett gewickelt bis hier vorne. Hier können wir einen Kabelbinder machen, hier unten hin. Also so einen, den man hier festmachen kann. Ja, das ist ja dann genau das, was er machen soll, ne? Kabel binden und so. Ja, das geht dann da in der Fußleiste entlang. Komplett aufgemacht. Ich gehe rüber. Hier liegt noch mein Lötkram und den ganzen Zeugs, weil ich muss das Kabel ja wieder zusammenlöten. Ne? Ich habe es ja getrennt. Ja, wie gesagt, das geht jetzt hier hinter entlang. Hier drunter, beziehungsweise unterm Teppich, na, ist quasi auf der Höhe. Hier unten entlang, hier hinter. Hier unten entlang bis da oben hoch, was ihr nicht erkennen könnt, glaube ich. Ja, vielleicht schon. Ja, und dann in den Sicherungskasten. Wie es sich gehört. Man sieht es noch ganz leicht hier vorne in der Kante. Da ist das einzige, die einzige blaue Stelle. Theoretisch hätte ich es da auch noch wickeln können, ja. Aber sind wir mal ehrlich, das macht jetzt nicht wirklich den Braten fett hier. Das geht dann hier unten irgendwo in diese Gummitülle rein. Nach innen. Richtig geil. Also ich freue mich. Es hat mega gut funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert noch. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht getestet habe. Das machen wir jetzt zusammen, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob da angeht. Young ist gut. Bisschen hohes Standgas, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich sehe das Problem schon. Aber unsere Pumpe geht. Da war unser Problem. Der war nicht richtig drin. Ja, ich muss das hier auch noch richtig legen. Aber ach, wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und der Lüfter steht draußen. Ach, wie schön. Ja, wie gesagt, hier ist alles zusammen. Habt ihr ja gesehen. Ja. Ja, jetzt muss nur quasi der Sensor da rein. Den habe ich ja noch nicht. Aber die Verkabelung ist dafür da. Das heißt, da muss nicht großartig was machen. Außer einen anderen Stecker drauf. Den Sensor rein. Ja, und dann die Rückbank wieder drauf, ne? Das bedeutet, wir sind fast technisch fertig. Eine größere Sache haben wir noch. Und zwar ist das der E-Lüfter. Der wird noch ein bisschen problematisch zu verkabeln, aber auch machbar. Ja, aber ansonsten, ihr seht ja, läuft. Im schlimmsten Fall könnte ich auch den E-Lüfter erstmal weglassen
dadurch, dass er sowieso erstmal keine Klima bekommt oder Klima hat, könnten wir einen Disco-Lüfter drauf machen und den dann einfach quasi nutzen. Theoretisch. Der Disco-Lüfter ersetzt halt den E-Lüfter in dem Fall. Beziehungsweise andersrum. Weil ich weiß gar nicht, ob die vorne bei dem verbaut wurden. Beim E36 hat man das ja so, ich kann es mal kurz zeigen, wenn die Klimaanlage hatten, oder also beziehungsweise wenn die keine hatten, wie jetzt hier bei dem, der hat keine Klimaanlage, das heißt, der hat einen Visco-Lüfter und der hat keinen E-Lüfter hier vorne. Bei einem, der Klimaanlage hatte, habt ihr vorne halt den E-Lüfter. Der wäre dann aber anders, als den ich da verbaue. Es gibt halt welche, die man quasi Pull und Push, glaube ich, heißt das, verbaut. Also sprich, dass der würde ja so reinziehen und der andere würde ja drücken nach da. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da habe ich auch eine super Anleitung für gefunden, dass wir den E-Lüfter einbauen können. Vor allen Dingen vollautomatisch. Also das wird ein eigener Kabelbaum werden. Die meisten Sachen sind vorgefertigt. Dann müssen wir nur an den Sicherungskasten hier ein neues Relais reinmachen. Sogar zwei, glaube ich, für Stufe 1 und Stufe 2. Und alles andere ist schon vorgefertigt da. Also das ist quasi schon vorhanden. Und soweit ich weiß, auch beim 84er, also auch beim Vorfacelift soll das schon der Fall gewesen sein. Also haben wir da vielleicht keine Probleme. Nur müssen wir uns noch eine Halterung bauen für unseren Kühler, wobei der halt einfach so hält. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es liegt anhand die Schläuche. Wenn die Schläuche dagegen drücken, der kann nicht nach hinten. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber wir müssen uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Da mache ich mir Gedanken drüber. Bis zur nächsten Folge. Und ja, dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge machen werden. Und zwar Kühler auf jeden Fall festmachen. Und dann gucken wir mal, ne, was noch wieder reinkommt. Vielleicht können wir schon die Motorhaube wieder dran machen. Oder den E-Lüfter zumindest schon mal einbauen. Mit der Verkabelung gucken wir dann. Oder wir machen das auch gleichzeitig. Kann auch sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Video bzw. Teil vom E30 oder von allen anderen Autos hier, die hier rumstehen. Haut rein. Bis zum nächsten Video.